Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed 2. Ich habe eben mal in der Pause nachgeguckt, ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, willkommen in Animus 2.0, Aktion beendet. 11 Teile müssen wir spielen, also insgesamt gibt es 12 Teile. Das werden wir nicht schaffen. Also Black Flag werden wir gerade noch so hinkriegen wahrscheinlich. Ich werde gucken, dass ich ziemlich straight der Hauptkampagne folge, ein paar Nebensachen mache. Vielleicht machen wir einfach zwischendurch auch mal einen Stream, wo wir nur Nebensachen spielen. Von 2007 ist das Spiel, tatsächlich. Also 13 Jahre alt. Gerade wenn ich überlege, was ich 2007 gemacht habe. Insieme per la vittoria. Da habe ich gerade ein Jahr in Berlin gelebt. Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot. Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. In your face! Jungs sind Jungs. Okay. Den Stein hätte man auch gut ausweichen können. Unser Foltermeister ist so gut, dass du ihm nicht nur deine, sondern auch seine und meine Geheimnisse preisgibst. Ich bin ja... ich glaube, ich muss das tatsächlich mit Controller spielen, weil das ist ja extremst Controller optimiert. Da steht oben Seitschritt. Ich muss das mit Controller spielen. Warte mal, ich muss mal einen kleinen Cut machen und den Controller einrichten. Ja, ich habe eben mal geguckt, weil leider lässt sich das nicht mit einem Xbox One Controller spielen. Ich habe jetzt eben nur auf die Schnelle geguckt. Hinter dir. Federico, was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Was ist jetzt los? Ja, es geht schon mal Umschalt. Ich kann nichts machen. Ja, das ist nervig. Das ist mega auf Controller optimiert. Okay, das wird ein Problem. Wie gesagt, ich kann es nicht mit Controller spielen. Ich habe keinen Xbox 360 Controller. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Jetzt geht's zum Beispiel los. Umschalt. Warum ist das nicht auf E? Der Arzt ist ganz schön teuer. Babine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Wenn dort richtig.
Jungs sind Jungs. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht in der Pause das nochmal hinkriege. Weil da muss man irgendeinen Patch runterladen, bla bla bla, und muss dann einstellen und so. Das war mir jetzt für die... Auf die Schnelle war mir das jetzt zu much. Ich muss mir das mal nochmal angucken. Sonst muss ich mir einen gebrauchten 360-Controller kaufen. Kosten ja nicht viel. So, das wäre ihr. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Akzeptieren. Modus auffällig. Taste 1. Jetzt geht's nämlich los. Taste 1. Was ist denn Taste 1? Komm, kleiner Bruder. Du kannst das. Taste 1 steht bei mir. Taste 1. Das ist, ach, das ist ja obernervig. Steuerung. Steuerung anpassen. So, warte mal. Dann nehmen wir erstmal das zu R. Okay. Beine. Das zu Umschalt. Was ist denn Taste 0? Und Alt. Genau, das machen wir mal so. Pause, ESC, Karte, Tab, Kamera zensieren, Alternativkamera, Fäuste, Waffenrad, WASD, Umschalt, Waffenhand, Alt, leere Hand, R. So, machen wir einen Screenshot von. Muss mal kurz mal raustappen. Seht ihr natürlich jetzt mein Desktop-Hintergrund, das ist natürlich nicht so geil. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Träume ich das alles nur? Schnell gehen, schlagen, Adlerauge. Jetzt? Okay, das könnte... Irgendwie... Warum macht er nichts? Okay, das könnte problematisch werden. Ich glaube, die Steuerung ist... So ganz habe ich noch nicht rausgefunden, wann er springt und wann nicht. Also wie gesagt, mit Controller wäre das wahrscheinlich alles viel besser. Ich werde mal nach der Folge direkt eine Pause machen. Mal schwingen. Leer. Warum macht das nicht? Da stand doch eben... Ah, nur in Verbindung wahrscheinlich. Okay. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken.
Und versteckt. Cool. Oh, guck mal, jemand. Traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Bentrovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Affottiti. Das war's auch schon und jetzt verschwindet. Danke, Ärzte. Oh, er hat uns kein Geld abgezogen. Wir haben noch unsere 452. Herrliche Doch, verdammt. Nacht. Hätte ich ja nichts gesagt. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Geschwisterrivalität, ein Rennen ging. Ja, komm. Komm, schaff mal eh nicht. Dann auf drei. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Na, seht ihr, geht schon los. Komm, du Schildkröte. Geht schon los. Aber vielleicht kriegen wir es auch so hin, wenn wir jetzt ein bisschen spielen, ein bisschen reinkommen. Ja, Rennen verloren, natürlich Rennen verloren. Ich komme mit der Steuerung eben noch nicht so klar. Der Gegner könnte einen zerbrechen. Wenn wir das jetzt. Oh nein. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Nein, warum macht er das? Warum springt er da nicht rüber? Warum springt er da nicht rüber? Ah, oh, das nervt doch. Na, wieder. Ich mache jetzt mal so lange, bis ich das Rennen gewinne. Ich cutte das mal. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte. Ah! Ja, okay. Das war schon mal besser. Der Kleine muss noch so viel lernen. Komm, du Schildkröte! Ja, war... Okay, also wir werden besser mit der Steuerung. Jetzt brauche ich das auch nicht cutten. Wohin gehst du? Wart ab. Also wir werden besser. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen spielen. Einfach jetzt 2-3 Stunden spielen. Vielleicht klappt es dann mit der Steuerung. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste. Möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed 2. Wie gesagt, es ist ein Konsolenspiel. Es ist total auf Konsole optimiert. So, genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Todessprung?
der schönen Christina Vespucci eine Überraschungsbesuch abzuschicken. Was ich eben geil finde, ist, dass es so geschichtlich original ist. Ich glaube, bei Assassin's 2 kriegt man schon Galilei oder kommt schon Galilei drin vor oder so. Nee, nicht Galilei. Ach, wie heißt er? Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen gerade. Ganz bekannter Maler und Erfinder. Drücken, um die Karte aufzudecken, okay. Ah, ich komme nicht auf den Namen. Wie hieß er denn? Ach man, das ist ein ganz bekannter. Ach man. Checkpoint erreicht. Umschalt. Okay, 3 Tasten drücken. Für den Sprung. Cazzo, Vieri. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Was war das denn? Wieso wurde für den Erkennst du die Gefahren schon für die Position der Feinde? Okay. Sozialer Status. Versteck, sie können sich. Ah, okay. Da rechts ist ein Gegner. Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Was? Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Hey, was für eine Anspielung. Er ist ja jetzt noch gar kein Assassiner. Also ich kenne ja die Story. Also ich habe das damals mir als Let's Play angeguckt bei Quonk und Sarazar. Interagieren. Oh. Uiuiuiui. Boom, Chankalak. Okay. Ist zu platt. Christina! Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald! Komm, meine Tochter! Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Filiodun Kane! Was soll das? Perdonate, Messere! Bitte verzeiht! Ich bring dich um! Ach, bitte! Das ist nicht nötig! Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Jetzt! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt! Was? Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Ach, warte mal, hier kommen wir ja zu Verstecken drin. Müsste ja... Was ist das denn da drüben? Genau, Rennen frei. Rennen sind jetzt verfügbar. Also, das sind die Türme, die wir noch freischalten müssen. Was ist das? Warum geht das nicht weg? Ich hab doch gar nicht. Hey? Zielerfolg, Karte. Du bist doch gar nicht ausgeschaltet, eingeschaltet. Doch, anscheinend schon. Okay. Ich glaube, der Turm ist schon freigeschaltet. Wo müssen wir denn dann hin? Ich glaube dahin, oder? Erinnerungsanfang.
Ja, vielleicht kommen wir mit der Steuerung mit der Tastatur auch so zurecht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, Odyssey und Origin habe ich auch mit Controller gespielt, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Ist das dein fucking Ernst? Das hast du vorhin auch geschafft. Muss schon sagen. Oh no, häng dich doch nicht immer gleich irgendwo ran. Warum haben wir auf einmal wieder so viel Geld? Plazzo Auditore. Fallen lassen, er. Au, das hat wehgetan. Entschuldigung. Ober, meine Früchte. Dafür lasse ich dich fällen. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Papa, Auditore. Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Das Problem ist, ich Laufbursche akzeptieren. Ich bin jetzt in der italienischen Geschichte, aber Medici, das ist aber auch irgendwie ein bekannter Name. So. Da müssen wir hin. Animus-Datenbank. Mit ESC. Datenbank. Dokumente. Briefe. Al magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duca Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben. Lampugnani, Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht, keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de' Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter, da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. Okay. Was gibt's hier? Sicher, ich habe, was ihr braucht. Reparieren, Rüstung, nicht auf Lager. Ah, okay. Da können wir dann später einkaufen. Ich war mir sicher, dass ich habe, was ihr sucht. Was war es gleich? Keine Ahnung. Wo müssen wir denn hin? Wir sind da hin. Dann holen wir uns mal gleich den Turm da. Egal, dann später. War das nicht hier so, dass wenn man in den läuft, unauffällig ist? Oh.
geht, ne? Eine Bekanntmachung im Namen des Medicus Maestro Corsini. Eine Behandlung mit diesen berühmten exotischen Blutegeln aus den Sümpfen Indiens verschafft Linderung bei beinahe jedem Leid. Daneben. Daneben. Vielleicht bezahlen die Söldner mehr. Ach ja. Ich sag, man muss sich erst ein bisschen an die Steuerung gewöhnen und dann wird es auch funktionieren. Whee! Klatsch. Stati attenti. Der gute Bruder Donato möchte alle gläubigen Christen darauf hinweisen, wie wichtig war. Ja, wie gesagt, ich muss mit der Störung noch ein bisschen zurechtkommen. Oh, das war doof. Er macht nichts. Er macht nichts. Aber wie komme ich denn da rüber? Okay, er geht da lang. Der steht da genau im Eingang. Ich muss hier irgendwie oben lang. Ach, der Kampf mit der Steuerung. Warum? Jetzt macht das. Okay, ich muss zum Klettern immer Leertaste noch gedrückt halten. Das macht er. Hallo. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. So, zu Giovanni zurückkehren, okay. Na dann. Glaube ich nicht. Schon Sinn machen, wenn wir. Ja, das könnten wir gleich in der Pause machen. Wie folgt man jetzt noch ein bisschen der Kampagne? Und in der Aufnahmepause werde ich mal einmal rum und alle Türme freischalten. Was sollen wir tun? Schön weiterarbeiten. Knöchel verstaucht. Was ist das denn da hinten? Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Kohle.
mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberti. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Schleimer. Lauf, Porsche. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Der Arsch. Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Wie dramatisch. Das ist ja besser als... Für das, was er getan hat. Warte hier. Telenovia. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Ich versuche hier gerade nebenbei mir was zu trinken einzugießen und habe die Hälfte verschüttet. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Ach ja. So, akzeptieren natürlich. Mission. Ich würde aber sagen, wir könnten mal an der Stelle eine Feierabend machen. Kartenordner. Okay, das Gebiet ist natürlich riesig. Ich würde mal sagen, wir machen mal an der Stelle Feierabend, meine Lieben. Dann würde ich jetzt mal schnell die Türme in der Pause machen und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder oder morgen in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die verschiedenen Quests, ich weiß natürlich, wo die Geschichte jetzt hingeht, und da bis dahin müssen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen spielen. Also meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann in zur nächsten Folge wieder. Ciao!